In solchen Fällen können wir eine Barriere benutzen, um den Ablauf zu beeinflussen. Eine andere Möglichkeit ist, das Bein auszustrecken, um den Hund zu einem Bogen und geradem Vorsitzen zu zwingen. Nach mehrfachen erfolgreichen Wiederholungen werden wir dann alle Hilfen abbauen. Sollte der Hund nicht korrekt vorsitzen, ist es nun allein seine Aufgabe, sein Verhalten zu ändern, um zur Belohnung zu kommen. Dabei kann es vorkommen, dass der Hund zuerst falsch vorsitzt und er dann seine Position korrigiert. Zu diesem Zeitpunkt ist das okay, aber die Gefahr ist, dass der Hund lernt, dass er eine Korrektur vornehmen kann. Sollte er nahezu korrekt sein, können wir im Anfangsstadium erwägen, dem Hund zu helfen. Es ist wichtig, dass der Hund weiß, wie er zur richtigen Position kommt. Aber er muss auch lernen, dass und wie er sofort in die richtige Position geht, ohne sich korrigieren zu müssen. Sehr bald wird Joanne jegliche Hilfe weglassen und darauf bestehen, dass der Hund es beim ersten Versuch richtig macht. Die Hände halten wir jetzt normal an der Seite. Sollte der Hund inkorrekt sitzen, geben wir ihm das Signal, dass er es falsch gemacht hat, und wiederholen die Übung. Es ist wichtig, dass das Training nicht auf zweite Chancen aufgebaut wird, sondern auf eine korrekte, klare Ausführung der Kommandos, hervorgerufen durch Gewöhnung. Good boy. Good boy. A big problem with a lot of dogs. Ein großes Problem besteht darin, dass viele Hunde es missverstehen und denken, dass sie für die Korrektur belohnt werden. Nehmen wir an, der Hund kommt zum Vorsitzen, ist dabei aber inkorrekt. Er realisiert dann, dass er falsch sitzt, worauf er sich dann korrigiert und danach die Belohnung erhält. Wir belohnen hier eigentlich die Korrektur und nicht die ursprüngliche Position. Der Hund kann das also so verstehen, dass er zuerst falsch sitzen muss, um dann für eine Korrektur belohnt zu werden. Ein Nichtbeachten dieses Konzepts und ein Herabsetzen der Anforderungen wird zu einem Leistungsabfall führen. Nicht nur beim Abrufen und Apportieren, sondern ganz allgemein in allen Bereichen der Unterordnung. Canine Training Systems ist der Trendsetter auf dem Gebiet der modernen Ausbildung in Bezug auf Videos, Bücher und andere Trainingshilfen. Bitte besuchen Sie unsere Website, die auf dem Bildschirm angeführt ist.